So, da sind wir auch schon wieder. Wir haben uns hier die Stats angeguckt gehabt und versuchen uns mehr oder weniger aufzubauen. Wir haben vorne geplündert gehabt. Oh, das war knapp. Dafür, dass ich in die falsche Richtung geguckt habe. Das war knapp. Das hätte auch gut nach hinten losgehen können. Ich wollte jetzt nur noch nach meiner Falle schauen. Da habe ich jetzt leider nichts mehr, was ich hinzufügen kann. Die verrotteten Hamburger, die packen wir mal hinten in den Komposter. Würde mich natürlich eigentlich schon interessieren, woher die Schüsse kamen. Aber ich muss mir noch mal eine Pause gönnen, da ich nicht ausgeruht genug bin. Brett brauche ich eigentlich auch nicht mitschleppen. Fischernetz könnte ich sogar herstellen und Angelrute. Könnte ich auch herstellen mit dem Ding, was ich habe. Und eine Spießfalle. Das machen wir doch gleich mal. Was auch immer die bringt, aber wir wollen so viel sehen wie möglich, deswegen machen wir einfach die Bies. Ah, Sprintenstufe 1, sehr gut. Wahrscheinlich kann ich mich da selber verletzen. Naja. Bin ich ja dann mal wirklich gespannt, ob die Fallen dann später auslösen werden oder nicht. Das ist nicht der Ernst. Warum haben hier eigentlich alle Häuser irgendwelche Alarmanlagen? Ah, das kann doch nicht wahr sein. Jedes Haus hat irgendeine Alarmanlage.
Ach, immer greifen schon wieder irgendwelche Leute mein Haus an. Oh nein, schläfrig ist jetzt gar nicht gut. Schläfrig ist jetzt gar nicht gut. Na, ich wollte eigentlich hier was essen noch. Den habe ich jetzt in Scheiben geschnitten. Oh mein Gott, hey. Also das hier ist echt ein Massaker, das seinesgleichen sucht. Wahrscheinlich bin ich jetzt bei scharfen Waffen Stufe 1 gekommen. Und auch erschöpft bin ich langsam.
viel bin ich denn mittlerweile? 177 nach 5 Tagen. Du hast schon ganz ordentlich erwerbt. Wir werden das nicht weniger. Ich muss echt schauen, wie ich diese Alarmanlagen umgehen kann. Aber ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal schlafen. Da wache ich zwar wieder mitten in der Nacht auf, aber so ist es dann halt. Puh, ich dachte gerade schon hier. Seit wann habe ich denn Watte? Ich da jetzt eine hergestellt? Naja, wo könnte ich eigentlich? Spießfalle. Die stehen jetzt natürlich alle vor meiner Tür, ne? Ah, Genauigkeit. Ich müsste aber erst ein Level abkommen, um es zu verbessern. Also jetzt bin ich langsam an dem Punkt, wo man anscheinend schauen muss, was man wie verbessert. Da plötzlich immer noch eine Spießfalle, was auch immer die bringt. Solange die alle noch sehr gut bewässert sind, brauche ich ja kein Wasser dazugeben. Aber ein bisschen Wasser kann man immer dazugeben. Also, das ist doch echt krass, was hier passiert mit den ganzen Zombies. Füllen wir mal unsere Wasserflasche wieder auf. Ah, ich brauche halt auch noch, wir haben ca. 200 DP. Ah, da brauche ich noch so viel, das kriege ich nie hin. Da muss ich ja ewig spielen, um das zu holen.
Wir sind auch erst bei Tag 5. Es geht noch ein bisschen. Gerade habe ich doch die Dinge davon befreit. Nein, weil ich nichts gesehen habe. Schnell, schnell, schnell. Alkoholtupfer. Hoffentlich ist die nicht infiziert. Ich habe es jetzt sofort de desinfiziert. Hoffentlich ist die nicht infiziert. Das wäre es jetzt natürlich, wenn ich durch so einen Blödsinn sterbe, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber das ist genau das. Man muss halt hier immer aufpassen. Dauerhaft. 209 von 274. Da gibt es also noch viel, viel mehr zu machen. Eintopf zubereiten, Kochtopf mit Wasser. Haferflocken. Oh, da gibt es so viele Sachen, die ich hier machen kann. Speckwürfel schneiden. Du fühlst leichte Schmerzen, dann nehmen wir doch ein Schmerzmittel noch. Und Vitamine nehmen wir noch. Puh. Schlüssel immer einpacken. Hoffentlich infiziert sie sich nicht. Das wäre natürlich richtig beschissen. Dann essen wir noch einen Hamburger. Ah, und so bekommen wir auch ein bisschen Heilungsboost. Das ist vielleicht nicht ganz so schlecht. Jetzt. Ah, jetzt habe ich wieder leichte Schmerzen. Statusübersicht deines Körpers. Okay, Unterkörper bandagiert. Die Bandage lasse ich natürlich erstmal dran. Jetzt haben sie einfach aufgehört, warum auch immer. Kochen für Anfänger, um meine Kochkünste zu verbessern, die ich zwar eh nicht so oft benutze, aber darum geht es jetzt ja nicht.
die also wirklich die Barrikade zerstört? Ich fass es nicht. Barrikadieren muss ich wieder. So, das ist es aber jetzt. Ich verbarrikadiere das jetzt nochmal und dann war es das auch erstmal. Also, wie ihr seht, das Schwierigste ist anscheinend immer. Warum kann ich jetzt nicht verbarrikadieren? Ich habe doch ein Brett. Ah. Er hat es nicht aufgenommen. Bin ich zu früh wieder losgelaufen? Das ist da wenigstens. Wieder eine Barrikade im Weg habe. Das muss ich aber natürlich noch wieder voll verbarrikadieren dann. Und wie das hier aussieht, ist ja nicht mehr normal. Dann, vielleicht bauen wir hinter das Ding auch so ein ähnliches, so einen ähnlichen Aufbau wie hier. Und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis dann. Tschüss.